Monsieur Chancquirt. Ihr seid herzlichst willkommen. Also die Kameraposition und die Unterhaltung sind teilweise. Kann ich euch helfen? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja, das Wühlwernfleisch. Habt ihr 3 Stücke davon? Ja. Hier, euer Geld. Ihr seid... Kann ich euch... Erzählt mir von den... Der edle Leuwarden von der Kaufmannszunft mietete den 1. Stock meines Gasthauses. Ich soll Essen und Trinken liefern und den Mund halten. Ich bin eingeladen. Erzählt mir mehr. Seid ihr? Dann wisst ihr, was ihr wissen müsst. Wenn nicht... Vielleicht Ich mag Gold, aber ihr könnt mir unmöglich mehr zahlen als Leuwarden. Außerdem will ich seine Unterstützer nicht verprellen. Wer unterstützt Leuwarden? Ruhe, ich habe schon zu viel gesagt. Scheint zufriedenstellend zu sein. Hier wird geprügelt. Dieser Nebelsänger sieht. Lila Rad wird sehr wahrscheinlich im Krauthaus sein. Ich gehe erstmal zur dritten Runde meditieren. Ich hätte noch was einlagern sollen. Naja. Ich muss dann nächsten Morgen erstmal verkaufen gehen. Im Dienst der Krone. Oh, Triss! Mein manipuliertes Lieblingsass. Wo ist er denn? Ist er im Bett? Hallo, wo ist sie hin? Wo ist sie weg? Wo ist sie ganz weg? Da ist dieser blöde Dolch dran. Wo ist die Frau denn nur? Ich weiß nicht, dieses Bett sieht nicht sonderlich bequem aus. War die unten? Ich habe sie nur nicht gesehen. Triss? Das ist doch nicht wahr. Einfach vom Feuer meditieren geht natürlich auch nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wo ist die Frau? Ach, wir wollten uns zu Nainara Kotja noch mit Thala treffen. Ich depp. Meine Nase juckt. Meine Nase juckt und ich habe schon wieder Niki Himura am Arsch. Für die Kikimon hätte ich gar nicht in den Sumpf gemüsst. Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Der Hund da unten im Bild hat grüne Augen, aber was für welche? Ich würde sagen, Thala ist da oben, oder nein, Thala ist da. So sehen wir uns wieder. So ist es wohl gelaufen, denke ich. Ich denke, ich sollte mich bei euch bedanken, dass ihr meinen Arsch gerettet habt. Ich bin nicht sicher, ob es klug war, sich mit Devet anzulegen. Natürlich war es das, vorausgesetzt euch liegt Temeriens Wohlergehen am Herzen. Was meint ihr damit? Etwas liegt in der Luft. Ihr vergesst, dass ich ein einfacher Hexer bin. Es ist so. Bevor der König aufbrach, gab er Visima in meine Obhut. Seht her. Sieht authentisch aus. Während meiner Abwesenheit vertraue ich euch das...
Ich weiß, dass ihr lesen könnt, Hexer, aber seht. Nicht nur des Königs Siegel, sondern auch seine Unterschrift. Die fehlt auf den anderen Erlassen. Ein Siegel kann man stehlen, aber eine Unterschrift ist schwer zu fälschen. Also sind die königlichen Erlasse gefälscht. Genau. Probleme, Hexer? Ach nö. Ja. Leider verbietet mir mein Verhaltenskodex, meine Position für private Zwecke zu missbrauchen. Ihr wollt also nicht helfen. Moment mal. Was für ein Kodex. Das geht euch nichts an, Hexer. Tala, du kleines Aas. Wir haben dir auch den Arsch im Grill gezogen. Probleme, Hexer? Nichts, womit ich nicht klarkäme. Danke. Da bin ich aber froh. Wirklich? Ist das wichtig, Hexer? Sind die immer noch am Feuern? Ich krieg die Motten. Wir warten. Manchmal wäre ich lieber ein Bauer. Hexer. Ich habe die Sensoren angebracht. Ich weiß. Ich habe die Quelle der Anomalie bereits gefunden. Wo? Ein Knabe namens Alvin in Majorans Krankenhaus. Wie kann denn ein Kind die Ursache sein? Er ist ein Quellenkind. Er besitzt immense Macht. Zweifellos fließt älteren Blut durch seine Adern. Älteren Blut? Das Geschenk Laras. Wir müssen Alvins zerstörerische Fähigkeiten zügeln. Holt ihn schnell aus dem Krankenhaus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber werde ich ihn einfach so mitnehmen können? Nicht ohne weiteres. Eure Freundin Shani weigert sich, ihn mir zu geben. Sie hat keine Ahnung, was der ganzen Stadt bevorsteht, wenn er außer Kontrolle gerät. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr reden soll. Sie ist eure Freundin. Einigt euch mit ihr. Ich wäre euch dankbar. Eines noch. Älteren Blut lockt Kreaturen aus dem Jenseits an. Gespenster und Geister. Diese Schriftrolle könnte euch nützlich sein. Welche Schriftrolle? Habe ich die jetzt überhaupt aufgenommen? Oh! Ja. Ja? Wegen dieser Salamander. Wir brauchen solide Informationen, Geralt. Soll heißen? Bringt mir Dokumente aus beiden Lagern. Ich glaube, ich werde mich hier noch um die hinhauen. Ihr seid Herr... Seid ge... Kann ich... Ich brauche... Ja. Ja, ich hätte jetzt Trank bauen können und bla. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen verkaufen gehen. Ich trage viel zu viel mit mir rum. Ihr kämpft wie ein Mädchen! Ja, komm, steh auf, Geralt, wir müssen auf den Markt. Geralt, lass uns shoppen gehen. Ich verabscheue den Tönen. Ja, und ich verabscheue den Dummschwärzer. Moment, kann ich rein? Ich bin eben neugierig. Was zum... Lasst meine Tochter in Frieden. Was? Nennen wir es einen Ausgleich für Schmerzen und Leid. Die Laute ist oben in einer Holztruhe. Rittersporn war hier. Wetten wir? Der alte Mistmulch.
Nennen wir die Laute ist oben. Wer ist der? Hups, okay. Aha. Wer seid ihr? Geralt von Riva, Hexer. Ich entschuldige mich für die Störung. Schon gut. Ich langweile mich schrecklich. Seit Papa den Troubadour-Rittersporn hier erwischt hat, lässt er niemanden mehr zu mir. Habt ihr interessanten Klatsch gehört? Gar nichts. Papa lässt mich nicht mehr aus dem Haus. Er hat Rittersporn erwischt? Wobei? Er sollte mich Musik lehren. Eines Tages kam Papa früher als sonst vom Handelsposten zurück. Wir probten die Kantate Tränen eines Vogels. Papa platzte auf dem Höhepunkt herein. Ist es ein obszönes Lied? Nein. Es ist wunderschön. Sehr poetisch. Papa konnte nicht verstehen, warum wir nackt proben mussten. Er kochte vor Wut. Und dann holte er eine alte Armbrust hinter dem Schrank hervor. Zum Glück hat sein Augenlicht nachgelassen. Lebt wohl. Ach ja. Ja, Rittersporn und seine Laute. Rosalinda Panchiera. Ihr schon wieder? Ja, natürlich. Lebt wohl. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Quest vorgegriffen. Okay. Jetzt gehe ich aber erst auf den Markt verscheuern, bevor ich mir auf der Suche nach Rittersporn gehe. Der alte Schwerenöter. Hat der sich hier wieder rumgetrieben? Verdammt, ist das heiße Wasser. Noch hat er seine Herzdame nicht gefunden. Das passiert dann erst in Teil 3. Perfekt. Ein Hexer ist das Sahne. Ich muss den Garten nicht gießen. Warum muss es ausgerechnet regnen? Ist für einen Markttag absolut Gift. Ist der auch da? Soll ich singen? Trommel? Ah ja, das ist ein ordentlicher Regen. Ja, wo ist denn der Buchhändler? Stadtbewohner, Alchemist? Wird der immer mit dem Schwert einkaufen? Oh, natürlich, was für ein Geralt! Stadtbewohner, Buchhändler. Vielleicht ein gutes Buch? Ja, so ungefähr. So. Verkaufen. Verkaufen. Neuwarden und Roderick de Wett stammen beide aus Nilfgaard. Zieht eure eigenen. So. Abscheuerregen! Ein Hexer versteckt. Exote. Bei wem kann ich denn die Ringe loswerden? Stadtbewohner, Stadtbewohnerin, Wachoffizier. Wo sind denn die ganzen Händler abgeblieben? Was ist das für ein Rotz? Geteiltes Wetter. Seht hier, die besten Waren der zivilisierten Welt. Willkommen. Also wenn ich ihm nicht gerade Alkohol verkauft hätte, hätte er keinen. Ist ja ein toller Spirituosenhändler. Aber endlich können wir den ganzen Schrott hier mal verkaufen. Dass ich die Ringe nicht unterkriege, das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Waffenhändler. Schmied, Silikane-Gendler, Alchemist, Schnapsverkäufer, Kräuterkundler.
Leihhaus Vivaldi. Ich weiß nicht, wie eine Ente werden. Wir können mal gucken, ob Vivaldi womöglich was haben möchte. Was führt euch hierher? Vergesst es. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. Wie traurig, wenn es regnet. Es könnte auch Katzen haben. Kein Grund zur Eile. Ja. Ups. Unverzeihlich. Lalalalalala, das ist gerade nicht passiert. Ich komme da nicht durch. Ich will nicht mit mir quatschen. Krass. Dann versuchen wir es im Rathaus und werden hoffentlich ein paar Questgegenstände los. Ihr entführt Kinder und macht sie zu Hexern. Ihr solltet euch schämen. Gnädige Frau, wenn es doch so wäre. Aber ganz so ist es dann doch nicht. Adliger, Stadtbewohner. Ja, das Wappen Timerias. Nein, das ist unverzeihlich. Mein Rücken. Jede es sind Menge unruhige Zeiten, kleben, stempeln, Tag für Tag, Woche für Woche. Wenigstens bin ich keine Näher. Was für ein Gestank. Ja, also, wir sind's nicht. Ja, wo ist denn Wählerrat? Es ist der im Wachturm. Och, wisst ihr. Sollte ich mich sputen? Dann gucken wir gerade noch, wo ich den Gorgo-Vertrag abgeben soll. Da sind wir nämlich. Ach, ja. Ja? Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr 5 Gorgo-Federn? Gewiss. Danke, jetzt unterschreibt die Quittung. Der nächste. Ich hab genug gewartet. Okay. Im Wachturm, also hier außenrum. Was für ein Tag. Verdammt, ist das heiß in diesem. Das dachte ich mir doch, verdammt ist das heiß. Was sollte ich hier mitbringen? Ein Hexer, versteckt eure Frauen. Was sollte ich hier mitbringen? Ein Hexer. Wäre interessanter gewesen, wenn er den Satz noch beendet hätte. Ich sollte jetzt bei Hofe sein. Zitrone mitnehmen. Graf DeWitt. Keine dich habe ich gefressen. Ach, was soll's. Was gibt's, Hexer? Wer genau seid ihr? Ich bin ein Graf.
Wenn ihr den Namen De Wet noch nie gehört habt, müsst ihr ein Einfallspinsel sein. Oder ihr ein eingebildeter Fatzke. Interessiert euch außer Politik noch etwas? Eine impertinente Frage. Aber ich werde antworten. Ich spiele gern Poker. Als geistige Übung. Ich kenne dieses Spiel. Ich habe davon gehört. Wir könnten irgendwann mal spielen. Ich werde darüber nachdenken. Ihr findet mich hier. Lebt wohl. Katsching! Habt ihr das im Hintergrund gehört? Abgesehen von dem Klirren der geistigen Waffen, die sie da aneinander geworfen haben. Was gibt's? Was gibt's? Poker, Freundchen, Poker! Nur vom Besten, hau raus! Immerhin, 2 Fünfer. Da lässt sich was mit anfangen. Alle Fünfer sind stärker. Ich habe die Macht von Greyskull. Nein, Quatsch, ich bin nicht hinein. Ein 4er. Ja, das kann sich sehen lassen. Ein zieh ich aus, bis auf die Knochen. Tralali, tralala. Den zieh ich aus, bis auf die Knochen. 1, 2, 3, 4, 5. Straight bis 5. So. So habe ich sie gerne. Lalala, weil wir so schön sind, so schlau, sind so schlank und drank, versuchen wir es gleich wieder. Was geht? Denn ich zieh dich aus, bis aufs letzte Hemd, mein Freund. Ich will Moneten sehen. Ein 4er Doppel, tralali, tralali. Und wenn du keine Kohle mehr hast, dann ist es mir auch egal. Scheiße! Immerhin noch ein 2er Doppel. Lalalalalala. Ein 3er. Oh, sind halt nur 2, aber damit kann ich auch leben. Vielleicht machen wir noch 4er draus, ne? Ja! Das kriegst du nicht mehr hin. Ah, damit kann ich leben.